Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Portal-Tagelegung. Meine Lieben, wie ihr seht, habe ich hier mal was vorbereitet. Und wie ihr auch hier den Karten entnehmen könnt, haben wir nicht viele Portal-Tage im Oktober 2023. Nichtsdestotrotz fangen wir gleich am 1.10. an. Ja, also wir haben morgen gleich, heute ist der 30.09., wo ich die Legung hier mache für euch. Und so wie mich eure Nachrichten erhalten haben und so wie ich auch selber fühle, geht es hier doch dem einen oder anderen einher mit Kopfschmerzen, Spannungsgefühl, müde. Man hat vielleicht manchmal auch das Gefühl, irgendwie bin ich aus der Bahn oder wie ich vorhin gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin Morg von Org. Ja, ich bin nicht mehr ganz bei mir. Also irgendwas passiert gerade ganz, ganz extrem in unserem Feld, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, und das ist auch immer unterschiedlich von Portaltag zu Portaltag und von Monat zu Monat. Ne? Ganz wichtig ist, dass man da nicht in Panik verfällt, mein Lieben, sondern dass man wirklich bei sich bleibt, in Ruhe bleibt und sagt, okay, das hat alles seine göttliche Ordnung und dieser Prozess ist halt auch für diese Inkarnation, für diesen Moment von uns auch so ausgewählt worden. Ne? Wir reden hier von den Portaltagen vom 1.10., vom 20.10. und vom 21.10. Das Schöne ist, es fällt alles auf ein Wochenende. Ja? Der 1.10. ist Sonntag, der 20.10. ist ein Freitag und der 21.10. ist ein Samstag. Ist das nicht schön? Da haben wir richtig viel Zeit, meine Lieben, um uns mit uns vorlieb zu nehmen. Wir können uns mit uns beschäftigen. Ja? Also, meine Lieben, wir starten hier los in den morgigen Portaltag, den 1.10. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich für Karten genommen habe. Seht ihr? Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Wir haben die Starseeds an Bord, wir haben Mondorakelkarten, wir haben die Göttin, wir haben das Tarot und wir haben hier die Lenormand-Karten. Okay, meine Lieben, so jetzt aber. Jetzt darf es losgehen. Also, als allererstes haben wir hier die Starseeds. Der Rat des Lichts. Göttliche Vermittlung. Helfer auf der feinstofflichen Ebene. Okay, also, was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir durch diesen Prozess nicht alleine gehen, sondern sie stehen uns helfend zur Seite. Es kommt etwas Unerwartetes. Okay, dann haben wir das Thema Wasser. Sieben der Kelche, und das ist ganz interessant. Kelchenergie ist ja auch letztendlich Wasser, ja, das ist ja das Element Wasser. Und wie ihr seht, sprudelt hier schon raus, ja. Und wir haben die Schlange. Okay, das kann sein, eine dritte Person oder auf Umwege, meine Lieben. Also, was sagt uns das jetzt, wenn wir uns jetzt mal hier so die Karten angucken? Ich lege sie uns mal hier so ein bisschen durcheinander, damit ihr das auch sehen könnt, wenn ihr das sehen könnt. Moment. So, meine Lieben, okay. Also, der erste Portaltag sagt uns Folgendes. Also, wir haben hier etwas, was Unerwartetes auf uns zukommt. Interessanterweise haben wir die Zahl 7. Wir haben hier die 43 Quersumme 7, wir haben 7 der Kelche und hier die Schlange, die 7. Ja, es könnte sein, dass du es hier morgen mit Unehrlichkeiten, Lug und Trug zu tun hast. Ja, im Übrigen, ja, das würde in mein Feld auf jeden Fall passen. Ich erzähle euch dann gerne ein anderes Mal, um was es bei mir ging. Wer da Interesse hat, kann gerne nachfragen und ich kann euch da gerne dann auch mit ins Boot nehmen. Meine Lieben, bei dem, was hier passiert am morgigen Tag, ganz wichtig für alle die, die was vorhaben, schaltet bitte das Universum mit ein. Liebe lichtvolle geistige Welt, ja, liebe göttliche Vermittlung, liebe Helfer der feinstofflichen Ebene, ich brauche in der und der Sache eure Hilfe. Ja, wichtig ist, dass du Wasserelement, Wasserelement ist die Liebe. Also lass da bitte sehr viel Liebe reinfließen in diese Situation, auch wenn es dir schwer fällt. Aber wenn du mehr Recht walten lässt, Gerechtigkeit, mehr Liebe, und ich weiß, dass einige das nicht mögen, aber es ist nachher unterm Strich, wenn es mal zu gerichtlichen Geschichten kommt, ja, und man sagt, warum haben sie denn nicht so und so und so, dann kannst du immer sagen, ich habe aber und ich war ehrlich. Hier geht es morgen um ein Stück weit Ehrlichkeit. Wir haben auch hier ganz viel Blau und ganz viel Grün. Also es geht hier auch darum, dass etwas Unerwartetes in dein Feld kommt und dass du hier ein Stück weit Heilung erfährst. Es könnte sein, dass du es hier mit einer toxischen Situation zu tun hast, ja, wo du eine Entscheidung treffen darfst auf Umwegen.
wo es hier darum geht, dass du in diese Situation, die nicht ganz so lichtvoll ist, Heilung reinfließen lassen darfst. Sehr viel spülen kannst du auch mit Wasser, innerlich dich reinigen, ja, und aber auch dich äußerlich nach der Situation. Es ist etwas, was dir wirklich dabei hilft, dass du wachsen tust, okay? Dass du lernst, wie gehe ich mit einer Situation um, wo ich die Qual der Wahl habe, wo ich es vielleicht mit einer Schlange zu tun habe, die hintenrum unerwartet schürt. Ja, das kann es hier sehr gut sein, das kann eine Kollegin sein, das kann eine Bekannte sein, das kann ein aus der Familie sein, das müsst ihr wissen, was für euch passend ist. Trotz alledem sagen sie, die Hilfe ist da, du musst nur drum bitten. Ja, wenn du nicht drum bittest, dann darf dir nicht geholfen werden. Und wenn du sagst, okay, ich gehe in eine Situation morgen rein, ja, die für mich einen offenen Ausgang hat, ja, wo letztendlich das Ende vielleicht noch nicht absehbar ist, dann bitte um Hilfe. Geh davon aus, du wirst etwas Unerwartetes, Unehrliches erleben durch eine Schlange. Ja? Du hast immer die Qual der Wahl und entscheidest. Gehst du darauf ein oder sagst du, liebe lichtvolle geistige Welt, gib dieser Person bitte Heilung. Also das bedeutet dann, dass du Größe und Stärke zeigst, dass du dich auch gar nicht auf diese Energie einlässt. Ja? Ich versuche euch immer in den Legungen lösungsorientiert für euch lichtvoll was mitzugeben, damit ihr letztendlich nicht dumm dasteht, ja, sondern wenn ihr wirklich mal so eine Konfliktsituation habt, ja, dann hinterfragt euch mal, warum ist denn diese Person so, dass sie dir zum Beispiel etwas neidet, die hintenrum dir übel mitspielt oder, ja, und bleibe du immer lichtvoll, immer, ganz wichtig, ja, es wird unterm Strich, kann ich euch jetzt schon sagen, wird es für euch lichtvoll ausfallen. Und ich habe, und alle, die mich jetzt kennen, die wissen, was kommt denn immer noch zum Schluss? Ja, eine Herzengelbotschaft. Ich werde euch jetzt hier für diesen Portaltag nachträglich noch eine Herzengelbotschaft ziehen. So, für diesen Tag, für diesen Portaltag, 1.10., eine Botschaft bitte für mein Kollektiv. So, dann lasst uns mal gucken, was sagen die Engel noch? Ja, guckt mal. 5 ist ein Mangeldenken oder 5 ist ein Mangelzustand, ne? Hier möchte jemand, dass du in einen Mangel verfällst. Irgendwer gönnt dir hier was nicht. Wir haben Engel für Kraft und Stärke. Ich erwecke meine Kraft und Stärke in Liebe. Und das ist genau das, was ich euch gerade eben gesagt habe. Lasst hier durch das Wasser Liebe in diese Situation fließen. Nicht euer Ego soll agieren, schalten und walten, sondern bitte die Liebe. Und die Liebe ist die höchste und stärkste Kraft. Die kommt letztendlich aus dem Ursprung. Ja? Und da bitte mit der Liebe agieren, mit der Liebe arbeiten. Ganz wichtig, meine Süßen. Okay, pass auf, wir haben jetzt den 20.10. Der 20.10., Freitag, da haben wir Spielen. Hab Spaß, feiere, sei nicht so ernst. Ja, also nach dieser Geschichte hier, ich denke mal, das wird eine Zeit sein, die dir nicht so gut getan hat. Darfst du hier wieder lernen, mehr fröhlich zu sein, ja, zu spielen, mehr zu lachen, mit anderen sich nett zu unterhalten, einfach in Leichtigkeit zu sein. Genau, hier haben wir das Vergnügen. Ja, genau, vergnüge dich ruhig mit anderen. Die Göttin Isis, Wiedergeburt. Hier geht es darum, dass du wieder lernst, mehr dich zu vergnügen, mehr zu spielen, mehr fröhlich zu sein. Und bitte die 8 der Schwerter und der Berg sind Blockadekarten. Ja? Also um hier aus einer Blockade von Erfahrungen, aus den Unehrlichkeiten hier rauszukommen, ist es ganz wichtig, dass du hier Freude reinfließen lässt. Ja? Dass du einfach ein Stück weit sagst, okay, das Thema ist jetzt hier erledigt. Ja? Ich habe hier etwas abgeschlossen, ich habe mich wegen meiner davon weggedreht. Ich habe hier einen Cut gemacht, wenn du es gemacht hast, ja. Und jetzt beginnt eine neue Zeit und ich nutze den Freitag, den 20.10., um hier wieder mehr zu spielen. Ja, ist übrigens auch ganz viel Liebe. Hier Heilsteinstab der Liebe. Und hier, passend zum Heilsteinstab, habe ich hier auch die Karte der Stars jetzt mit dem Spielen. Auch ganz viel rosa, weiß. Ja, also wirklich Liebe. Liebe ohne Ende, meine Lieben. Und wie gesagt, es gibt sicherlich einige, die Schwierigkeiten haben nach einer Negativerfahrung oder nach, ich bin über vielleicht Wochen oder Monate, bin ich hier
blockiert gewesen, mich habe mich vielleicht auch selber begrenzt. Und das hat sich auch im Außen gezeigt. Und hier ist es ganz wichtig, dass du diese, ja, dass du die Blockade loslässt, dass du die Schwerter einfach aussortierst, einfach, da liegt die Gewichtung drauf, dass du sagst, ich habe gar keine Blockade, ich bin gar nicht blockiert, ich habe gar keine Grenzen, ne? Ich bin ja grenzenlos, sondern dass du dich wirklich darauf fokussierst. Seht ihr, ich habe schon wieder von gestern Sprachfindungsstörung. Und dass ihr euch wirklich auf das fokussiert, was euch wichtig ist. Und zwar die Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt auch, dass man Altes hinter sich lässt. Oder wenn man das noch natürlich noch nicht abgeschlossen hat, dass man das wieder mitnimmt. Aber wir reden ja hier von einer Inkarnation und einem Prozess in dieser Inkarnation. Das heißt also, dass du etwas Altes abschließt, etwas Toxisches abschließt und hier wieder lernst, trotz dieser Blockade und dem selbstgemachten Gefängnis oder nicht sehen und handeln können, wieder dein, wie sagt man dazu, dein Mindset dahingehend so zu verändern, dass du sagst, okay, und ab jetzt beginnt ein neues Zeitalter für mich, ja, ich werde mich mehr vergnügen, die Wiedergeburt zeigt mir, dass das Leben Glück, Spaß, Fröhlichkeit sein kann und genau darum geht es, ja, also du wirst ein bisschen zu knabbern haben an dieser Situation, aber es ist alles eine Frage der Einstellung, ja, und ich denke, ihr kriegt das hier sehr, sehr gut hin, meine Lieben. Ich glaube an euch und ich weiß, dass ihr das schafft. Ja? So, und jetzt ziehen wir euch auch hier nochmal für diese Situation, für den 20.10. eine Engelkarte. Was haben wir hier? Ja, wow, mega cool. Also diese Wiedergeburt, die wir hier haben, meine Lieben. Wir haben hier den Engel für Karma-Erlösung. Also es war sozusagen im Vorfeld ein karmischer Prozess. Ja? Das können angesammelte toxische Energien gewesen sein, die sich hier nochmal in dieser Inkarnation gezeigt haben, von vorherigen Leben mit dieser Person. Und die gilt es jetzt hier durch die Wiedergeburt, ja, dass du sie bitte loslässt. Und ihr wisst immer, alles, was der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Ja, also auch diese Blockaden hier loszulassen, das ist für den einen oder anderen gar nicht so einfach. Aber es ist jetzt die Zeit, dass du diese Karma-Erlösung lebst, ja. So, ich darf mich von karmischen Belastungen befreien. Natürlich darfst du das. Und auch hier wieder haben wir die Heilungsenergie. Ja, wir haben hier zweimal wunderschöne Heilungsenergien. So, meine Lieben, und jetzt haben wir schon den Samstag, den 21.10. Okay. Was haben wir hier? Oh, das ist schön. Die Schwesternschaft der Rose, Schönheit und Hingabe, Priesterin, Mystikerin, Lehrerin. Ja, hier geht es darum, dass du wieder in deinen Wert kommst. Ja, dass du wirklich sagst, wow, ich bin eine wertvolle Energie, ich bin so, wie ich bin, wertvoll, ich bin schön, ich kann mich dem Prozess hingeben. Ja, ich bin in der Energie der Priesterin, der Mystikerin oder auch eventuell der Lehrerin, ja. Beurteilen, ja, du schaust nochmal zurück, du schaust dir eine neue Situation hier an, du bist hier sehr überlegend und beurteilend, du guckst dir das genau an, was jetzt hier gerade passiert, ja. Wir haben das Geheimnis, du wirst auch einiges im Geheimen hier durchmachen oder durch die Beobachtung und das nicht kundtun, wirst du etwas für dich behalten. Wir haben die Königin der Kelche. Also du bist hier schon sehr in der Liebe, in der Selbstliebe. Und das ist auch genau das. Eine Königin der Kelche ist auch eine, wie soll ich sagen, ja, die ist auch eine Rose und eine Schönheit. Und eine Königin der Kelche ist mütterlich und fürsorglich, auch für dich selber im Übrigen, ja. So, und wir haben hier den Wunschbrunnen und da geht es wirklich darum, dass du genau in dem Zyklus jetzt hier das manifestierst, was du gerne möchtest. Also das heißt, ich nehme dich hier so wahr, dass du in deine Stärke und Kraft wieder zurückkommst am 21.10., dass du also diese Möglichkeiten nutzt, dass du auch vielleicht ein Stück weit egoistischer wirst, völlig in Ordnung, dass du eine Situation hier beurteilst, aber noch nicht kundtust, sondern einfach mystisch und geheimnisvoll nach außen hin präsentierst, ja, mir geht es gut und dass du einfach richtig gut manifestieren tust. Das ist am Samstag, den 21.10. genau dein Thema.
Das heißt also nicht, ich habe was gesehen, ich plapper das jetzt aus und ne, ich kümmere mich um alles und pipapo. Nein, du bist hier wirklich mystisch unterwegs. Also du bist beobachtend, du kümmerst dich um deine Schönheit. Vielleicht bist du auch das Geheimnis, ja, weil du einfach das ausstrahlst, dieses mütterliche Dasein. Ja, kann auch sein, dass du schon eine Großmutti bist. Und auch das, was, wenn du das wirklich lebst, dann sieht man dir auch die Freude darin, an Oma oder Uroma vielleicht sogar schon zu sein. Ja, oder auch gerade frisch gebackene Mama. Und ja, und mit der Manifestation ist auch hier wieder dieses, denke bitte daran, es ist alles grenzenlos. Du bist grenzenlos, deine Gedanken sind grenzenlos. Ne? Nicht so wie hier, dass man sich hier eingrenzt, sondern nein, du kannst hier wirklich manifestieren. Du kannst das in dein Leben ziehen, was du gerne möchtest. Und das wird dir auch nochmal am dritten Portaltag richtig, richtig klar. Ja? Ich denke, du bist hier wie ein Geheimnis. Die Schönheit in Person, die Ausstrahlung, das geheime Dasein. Also man sieht dich an und oh, interessant. Ja, so wie eine Rose, die erblühen möchte. Ja, guckt mal, wir haben hier den Engel für Liebe und Beziehung, die 20 Quersumme 2. Ich lasse Liebe in meine Beziehungen fließen und das ist genau das. Das kann auch die Selbstliebe, die Beziehung mit dir selber sein, dass du letztendlich sagst, ja, ich bin die Liebe in mir selbst. Ich liebe mein inneres Kind und wenn du dich selber nicht lieben kannst, wie möchtest du dann andere Menschen lieben, ja, oder andere Lebewesen lieben? Ja, also hier geht es auch darum, dass du mit dir selber wieder ins Reine kommst, ne? Und hier ein Stück weit beobachtest du auch das und ja, wie gesagt, mit dem Geheimnis wirst du hier nicht gleich alles ausplaudern, sondern du bist wirklich das Geheimnis in Person, ja. Und von dem her wünsche ich euch, meine Lieben, drei wundervolle Portaltage im Oktober. Ich hoffe, ihr konntet etwas damit anfangen. Und genau. Und wer noch Sprach- und Wortfindungsstörung hat, kann mir das ja gerne mal schreiben. Ich finde das immer ein bisschen lustig, ne? Dieses unprofessionelle Verplappern, das ist ein, ja, das ist halt einfach so, ne? Also ich habe das schon von Anfang an so gehabt und ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr so alles für Nebenwirkungen habt zu diesen wundervollen Portaltagen. Wie gesagt, gestern hatten wir einen, heute nicht, aber dafür dann morgen. Also es ist ein bisschen spooky wieder. Aber meine Lieben, lasst euch davon nicht abschrecken. Das ist ganz normal. Das nennt man dann Authentizität. In diesem Sinne danke ich euch für euer Abo, für euer Like. Denkt dran, ab 10.000 Abonnenten gibt es ein Live-Reading mit kostenlosen Fragen, die ihr mir stellen könnt. Und wenn ich euch da ein Stück weit helfen kann, freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Und wünsche euch ganz tolle Portaltage. Wer hier Unterstützung braucht in Bezug auf Heilarbeit oder Readings, ja, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich danke euch nochmal für euer Dasein. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen, meine Lieben. Ja, ich stelle mein Pferd um. Und mehr werde ich euch dann gerne in der Wochenbotschaft dazu sagen. Und es geht ihm etwas besser und die Wunde ist weiterhin gut am Zuheilen. Und drückt mir die Daumen, dass die Überführung klappt. Und in diesem Sinne bin ich gedanklich bei euch und wünsche euch eine ganz tolle Zeit mit Mann, mit Kindern, mit euren Tieren. Und wenn ihr Fragen habt, meine Lieben, kommt gerne auf mich zu und dann werden wir schauen, wie ich euch weiterhelfen kann. Ja? In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.